Martin Winterkorn war einmal einer der mächtigsten Konzernlenker der Republik. Vor Prozessbeginn zeigt er sich der Presse. Jahre hat es gedauert, bis es hieß, er sei verhandlungsfähig. Sie wollen sich hier fragen, wie es mir geht. Heute geht es mir ganz gut. Sein Gesundheitszustand, die Corona-Jahre und komplizierte Nachermittlungen sorgten dafür, dass der Prozess nach der Anklage 2019 immer wieder verschoben wurde. Jetzt muss sich der 77-Jährige schweren Vorwürfen stellen. Es geht um Marktmanipulation, Falschaussage und um gewerbs- und bandenmäßigen Betrug. Das Gericht hat 89 Verhandlungstage angesetzt. Vieles ist nach all den Jahren noch ungeklärt. Vor allem eine zentrale Frage. Es sind ja drei Anklagen gegen Martin Winterkorn. In allen drei Anklagen geht es im Grunde um eine Frage. Wann wusste Martin Winterkorn genau von der Abschaltsoftware? Wann wusste er, dass Kunden, dass Käufer getäuscht werden? Das sind hier die entscheidenden Fragen. Der Dieselskandal hat den Konzern bislang 33 Milliarden Euro gekostet. Volkswagen hatte in Europa und den USA jahrelang Autos mit Betrugssoftware verkauft. Motoren hielten damit auf dem Teststand die Abgaswerte ein, auf der Straße aber bei weitem nicht. Spätestens 2015 soll Winterkorn davon gewusst haben, glaubt die Staatsanwaltschaft. Seine Verteidigung sagt, an den Vorwürfen ist nichts dran. Dr. Winterkorn wird morgen eine Erklärung abgeben zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. So ist es geplant. Wir werden sehen, was der Tag hergibt. Im Falle einer Verurteilung muss Winterkorn mindestens mit einer Geldstrafe rechnen. Maximal mit 10 Jahren Gefängnis.